Dritte Folge: Das Wasserschloss Europas. Die Alpen haben eines im Überfluss: Wasser, Wasser, Wasser. Doch die Launen der Natur sind unberechenbar. Aber ganz Europa profitiert vom Wasser aus den Alpen. In Swissmade die Sornen von Mund. Die Alpen besitzen einen Rohstoff, der von ganz Mitteleuropa geschätzt, genutzt und gebraucht wird. Schnee und Eis. Die Gletscher sind die größten Süßwasserreservoirs. Hier wird die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres gespeichert. Veränderungen im Wasserhaushalt der Alpen wirken sich auf Mitteleuropa aus. Denn die tiefer liegenden Länder sind auf das Wasser aus den Alpen angewiesen. Deshalb hat der Alpenraum eine entscheidende Bedeutung für die Wasserversorgung Europas. Das Klima sorgt für den Ausgleich der Abflussmengen ins Tiefland. Ist es warm, verdunstet im Unterland viel Wasser. Gleichzeitig schmilzt in den Bergen viel Schnee und Eis. Ist es regnerisch und kalt, fließt im Unterland viel Wasser direkt ab. In den Bergen bleibt der Niederschlag als Schnee liegen und der Abfluss erfolgt verzögert. Auch die Seen erfüllen eine ausgleichende Funktion. Sie nehmen große Zuflüsse auf und geben sie verzögert weiter. Im Alpenraum fällt im Vergleich zum Mittel- und Tiefland doppelt so viel Regen. Dieser Wasserreichtum wirkt sich auf die Vegetation positiv aus. Alpen und Wald werden genutzt, zudem erfüllen die Bergwälder eine bedeutende Schutzfunktion gegen Lawinen und Erosion. Vor allem aber liefern die Alpenflüsse für große Teile Europas gutes, klares Trinkwasser. Das Grundwasser stammt fast vollständig aus dem Alpenraum. Naturnah und unverbaut fließen allerdings nur noch 10% der Gebirgsflüsse. Menschliche Eingriffe haben die natürliche Rückhaltekapazität vermindert, sodass Hochwasser vermehrt an die tiefer liegenden Länder weitergegeben wird. Aber alle europäischen Seen, Flüsse und Ströme beziehen den Großteil ihres Wassers aus den Alpen und sind erst dadurch in der Lage, ihre vielfältigen Funktionen zu erfüllen. Als Industriehelfer, als Wasserwege, als Touristenattraktionen. Bis ins Meer. Ende Januar, Anfang Februar 1999 fielen auf der Alpen-Nordseite innerhalb weniger Tage bis zu 5 Meter Neuschnee, in Extremlagen gar 8. Lawinen gingen nieder, zum Teil an ungewohnten Orten und in ungewohnter Größe. Allein in der Schweiz waren es über 1000, die 17 Todesopfer forderten und Schäden von rund 300 Millionen Franken verursachten. Vor allem betroffen war ein rund 500 Kilometer langes Band vom Westen Österreichs über Nordbünden, Glarus und das Berner Oberland in der Schweiz bis in die französischen Nordalpen. Am Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF in Davos hat man die wetterbedingten Ursachen analysiert. Was uns bei der Analyse auffällt, ist schon das, dass man bei all diesen großen Lawinen, sei es in der Schweiz, in Frankreich, in Österreich, einfach riesige Schneemengen
in relativer kurzer Zeit erhalten hat in diesen Gebieten und dann natürlich die Altschneedecke auch nicht ganz gut verfestigt war, sodass sich daraus dann eine wirklich große bis sehr große Lawine und Situation entwickelt hat, die so alle 80 bis 100, 150 Jahre vielleicht auftaucht. Das SLF ist das größte und traditionsreichste der Alpen und besteht seit 1936. Die Beschaffenheit der Schneekristalle, ihre Metamorphose und die für Lawinenniedergänge relevanten Eigenschaften sind gut erforscht. Immer wichtiger wird aber auch die Erforschung des Fließverhaltens und der Dynamik einer Lawine. Um Simulationen zu verifizieren, verfügt das SLF in der Vallée de la Sion im Wallis über ein Versuchsgelände mit einem lawinensicheren Bunker im Gegenhang, wo künstlich ausgelöste Lawinen beobachtet, vermessen und gefilmt werden können. Die Eröffnung dieser Forschungsaußenstelle fiel zufällig in den schneereichen Winter 99. Worauf man sonst jahrelang warten muss, trat schon in diesem Winter ein. Eine Großlawine konnte ausgelöst werden. Dass Naturgewalt nur bedingt berechenbar und kaum steuerbar ist, konnten die Wissenschaftler aus nächster Nähe miterleben. Ein großer Teil der Messeinrichtungen wurde mitgerissen. Ausmaß und Reichweite der Lawine erwiesen sich als weit größer als vorausgesehen. Der Bunker wurde unter der Lawine begraben. Man kann einen Teil berechnen, man kann einen Teil aus Simulationen und anderem voraussehen, aber natürlich nicht genau das, was dann die Natur macht. Es sind dann ähnliche Experimente oder Ereignisse, die man so berechnen kann. Und was dann in Wirklichkeit durch Kombination von vielen Sachen, die man nicht alle voraussehen kann, noch passiert, dann ist dann eben die Katastrophe zeitweise trotzdem da. Zwei solche Katastrophen ereigneten sich in Chamonix. Die Lawinen von Pecleret und Taconat donnerten mit nie gekannter Wucht zu Tal, forderten 12 Todesopfer und richteten gewaltige Schäden an. Noch schlimmer traf es das österreichische Paznauntal zwischen Landeck und der Bieler Höhe. Manche der über 100 Lawinen waren so groß, dass der Schnee der Lawinenkegel bis zum Herbst nicht gänzlich abzuschmelzen vermochte. Die Bauern waren während des ganzen Frühlings damit beschäftigt, Felder zu säubern, Holz wegzuschaffen und zerstörte Häuser wieder aufzubauen. Es war aber nicht bloßer Zufall, dass gerade diese Gebiete besonders betroffen waren. Es ist so, dass wir in den Alpen, sei es im österreichischen Teil, also Richtung Schweiz oder dann im Zentralteil der Schweiz oder sogar bis nach Chamonix, Frankreich, natürlich schon nicht in den vordersten Bereich der Alpen, wenn man von Norden her schaut, die meisten Schneefälle bekommen, sondern doch etwas nach hinten abgesetzt, dass da sich dann diese Stauentwicklung der feuchten Luft maximiert. Und das gilt natürlich für Galtür, das gilt fürs Prättigau, das gilt fürs Glarnerland bis Zentralschweiz, Berner Oberland. Und dort sind auch die größten Schneefälle und eigentlich die größten Lawinen abgegangen. Ganz hinten in Paznaun in Galtür passierte die größte Katastrophe. Während die Straße nach Landeck tagelang blockiert war, fegte eine große Lawine mitten in einen Dorfteil, zerstörte Häuser und Hotels und riss 31 Menschen in den Tod. Einheimische und Wintersportgäste. Über diesen baumlosen Hang rutschte die gewaltige Schneemenge ins Tal, überwand den Bach und eine rund 100 Meter breite Ebene, krachte in die vordersten Häuser und riss ein Loch ins Dorf. Neben Neubauten wurden auch zwei Bauernhäuser zerstört, die schon einige hundert Jahre unbeschadet überstanden hatten. Monate nach dem Unglück waren die Wunden immer noch sichtbar. Scharf beobachtet von neugierigen Katastrophentouristen. War die Lawine voraussehbar? Hatte die Bauwut den Blick für die Gefahr vernebelt? Wieso waren am Adamsberg nebenan Lawinenverbauungen angebracht worden, nicht aber am Grieskogel? Zusammen mit Stefan Margret untersucht Paul Föhn im Auftrag des Landesgerichts Tirol den Unglücksfall. Wir stellen einfach fest, dass wenn es Verbauungen gehabt hätte, in genügender Anzahl dort, das natürlich bedeutend weniger passiert wäre. Was ich jetzt weiß, bis jetzt, die Bearbeitung läuft ja noch, ist es sicher so,
dass man geglaubt hat, dieser Hang, in dem er so steil ist und immer wieder Lawinen heruntergeschickt hat, auch bei mäßig großen Schneefällen, eigentlich sich laufend entlädt nach 2, 3, 5 Tagen und dann nie diese Riesenlawine auf einmal bringt. Bregenz, 5 Monate nach dem Unglück. Leverkusen, der FC Tirol und Bregenz spielen zugunsten der Opfer Fußball. Von Stadtrat Werner Reichert aus Bregenz und dem Galtürer Bürgermeister Herrn Mattle. Der Bürgermeister von Galtür hat peinvolle Monate hinter sich. Neben der Trauer hatten die Galtürer auch heftige, zum Teil unsachliche Medienkampagnen über sich ergehen lassen müssen. Ja, natürlich die erste Zeit nach dem schrecklichen Lawinenereignis, die Zeit der großen Trauer, war natürlich der Mut nicht mehr so vorhanden. Wenn man von solchen schweren Schicksalsschlägen heimgesucht wird, dauert es einfach eine Zeit lang wieder, bis man Kraft schöpft, bis man optimistisch ist und wieder die Schritte in die Zukunft wagt. Für Leute aus den Städten und dem Flachland mag es unvorstellbar sein, für die Galtüre ist es selbstverständlich. Leben in den Bergen heißt auch ein Restrisiko zu akzeptieren. Jeder der betroffenen Familien und jeder der betroffenen Hausbesitzer baut sein Haus wieder auf. Es gibt ein einziges Gebäude, das nicht mehr aufgebaut wird. Das wird aber aus diesem Grund nicht mehr aufgebaut, weil die Besitzer noch einen zweiten Betriebsstandort haben und sich in Zukunft einfach auf diesen einen Standort des Hotels beschränken möchten. Deswegen wird dieses eine Haus nicht mehr aufgebaut. Noch bevor der offizielle Schlussbericht des SLF vorliegt, wird Galtür wieder aufgebaut. Am gleichen Ort wie zuvor, meist allerdings in massiverer Bauweise. Die Verantwortlichen haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beschlossen. Am Grieskogel werden in den nächsten Jahren Lawinenverbauungen und am Dorfrand wird ein massiver Betondamm erstellt. Darin entsteht ein Parkhaus. Für Paul Föhn, in Davos selbst tagelang von der Außenwelt abgeschnitten, ist der Fatalismus der Bergler gegenüber der Natur verständlich. Dass die Einheimischen solche Sachen gelassener nehmen, das ist logisch, denn sonst würden sie in solchen zeitweise gefährlichen Gebieten gar nicht wohnen. Denn auch der Weg nach Galtür oder nach Davos Klosters ist zeitweise lawinengefährdet. Und das muss man ja auch verarbeiten und trotzdem mal bei großem Schneefall trotzdem fahren. Also man ist sich sicher gewöhnt an Lawinen. Am Furka-Pass auf einer Höhe von 2500 Metern entspringt die Rhone. Sie fließt unter dem Rhone-Gletscher hervor, überwindet eine erste Steilstufe, die vor 100 Jahren noch vergletschert war, und sucht sich dann ihren Weg durch die Ebene von Gletsch. Aber schon hier oben wird sie zum ersten Mal gezähmt. Und so geht es munter weiter. Fast auf der ganzen Länge durch das Wallis wird sie als Industriewasser genutzt. Ihr Bett ist in schnurgerade Kanäle gezwängt. Nur wenige Abschnitte, zum Beispiel die Schluchtstrecke vom Goms nach Grängiols, sind naturbelassen. Und unterhalb von Leuk und Waren hat die Rhone noch den Charakter einer Aue. Aber hier wird Kies abgebaut. Am intensivsten wird sie in ihrem Oberlauf durch das Wallis aber zur Stromproduktion genutzt. In keinem anderen Schweizer Kanton gibt es so viele Wasserkraftwerke. Die Walliser haben auf diesem Gebiet schon um die Jahrhundertwende eine Vorreiterrolle gespielt. Zu dieser Zeit, als der Strom nur mit erheblichen Verlusten transportiert werden konnte, wurden vor allem Kleinkraftwerke erstellt. Zum Teil ersetzten sie mechanisch betriebene Mühlen, Sägereien und kleinere Industrieanlagen. Aber auch private Tüftler machten sich ein Vergnügen daraus, in abgelegenen Berggebieten einige Funzeln zum Leuchten zu bringen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden immer größere Kraftwerktypen gebaut, vor allem mit riesigen Staudämmen. Der Wasserkraftwerkbau entwickelte sich zur Schweizer Spezialität.
Noch heute produziert die Schweiz von allen Alpenländern am meisten Wasserstrom, nämlich rund 10.000 Megawatt. Das sind über 60% der gesamten Schweizer Stromproduktion. Nur Österreich hat einen ähnlich hohen Anteil. Auch das größte Wasserkraftwerk der Alpen, die Grande Dixence, steht im Wallis. Um den 400 Millionen Kubikmeter Wasser fassenden Stausee zu füllen und die rund 1500 Meter tiefer gelegenen Turbinen anzutreiben, wird das Wasser von etlichen umliegenden Bergtälern gesammelt und in Stollen zum Lac de Diss geführt. Zum Beispiel auch aus der Gegend von Zermatt bis hin zum Sasertal. So führt die Rhone erst nach Martigny wieder das gesamte Wasser, das ihr eigentlich zusteht. Die intensive Nutzung der Alpenflüsse wird nicht nur von Umweltschutzaktivisten, sondern auch von Wissenschaftlern aller Couleur immer heftiger kritisiert. Einer von ihnen ist der deutsche Professor für Landschaftspflege Norbert Müller. Heute ist halt die Situation im europäischen Alpenraum alarmierend, da es eben kaum mehr naturnahe oder natürliche Flüsse gibt. Die Alpenflüsse oder überhaupt die Alpen sind ja das Wasserschloss Europas. Hier entsteht ja immer wieder aufs neue Grundwasser. In den großen Flusstälern fließt das Grundwasser dann ins Alpenvorland und wird ja dann auch dort genutzt. Das ist also ein Punkt. Zum anderen haben diese Alpenflüsse eine ganz spezielle Pflanzen- und Tierwelt, die eben durch die Regulierung und durch den Flussausbau sehr stark zurückgegangen ist. Und eigentlich alle typischen Vertreter dieser Alpenflüsse stehen heute auf der roten Liste. So nützlich der Wasserreichtum der Alpen auch ist, mitunter richtet er auch gewaltige Schäden an. Ein schneereicher Winter, kombiniert mit einer warmen Periode von starken Niederschlägen, ließ im Frühling 1999 viele Alpenbäche zu reißenden Strömen anschwellen. Und auch die tiefer liegenden Flüsse vermochten den Wasserandrang nicht mehr zu schlucken. Die Zahlen der Versicherungen, zum Beispiel jene der Schweizer Rückversicherung, widerlegen aber den Eindruck, 1999 sei ein Katastrophenjahr gewesen. Es war sicher ein außerordentlicher Winter und dann außerordentliche Überschwemmungen im Mai dieses Jahres. Aber das bereits als Katastrophe zu bezeichnen, wäre sicher übertrieben. Wenn wir die Schadenssumme anschauen, die die Versicherer bezahlen, von rund 600 Millionen Schweizer Franken in der Schweiz für die Lawinenschäden und die Überschwemmungsschäden, so ist das sicher außerordentlich, aber solche Schadenssummen erwarten wir durchaus etwa alle 10 bis 20 Jahre einmal. Die Häufung von Naturereignissen in den letzten 20 Jahren, wie zum Beispiel der Herbst 1987 mit dem Murgang von Poschiavo, werden gern als Rache der Natur gegen menschliche Eingriffe gewertet und als Vorboten der erwarteten massiven Klimaerwärmung. Gemäß Kulturingenieur Hausmann, bei der Schweizer Rück zuständig für die Einschätzung von Überschwemmungsrisiken, werden solche ursächlichen Zusammenhänge aber durch historische Fakten widerlegt. Wenn wir zurückschauen in die letzten ein, zwei Jahrhunderte, dann kann man natürlich schon sehen, dass schon in früheren Jahrzehnten größere Ereignisse auch häufig aufgetreten sind. Und wie gesagt, im Moment sind wir natürlich wieder in so einer Phase, wo wir mehr Ereignisse beobachten. Ob es sich dabei um einen Trend handelt, ist im Moment noch unklar. Rick vor einer Woche. Am späten Nachmittag tritt die Saltina über die Ufer, der reißende Wildbach überflutet die Innenstadt, zerstört an die 100 Geschäfte und Restaurants. Die Überflutungskatastrophe von Brieg am 24. September 1993, die zwei Menschenleben forderte und gewaltige Sachschäden verursachte, war hingegen eine Folge menschlicher Fehleinschätzungen. Die Brücke über die Saltina war verschiedentlich verbreitert und auch tiefer gesetzt worden, weil man sich auf die gemessenen maximalen Abflussmengen der vergangenen Jahrzehnte gestützt hatte, anstatt den mündlich überlieferten längeren Erfahrungen zu vertrauen. Als dann die Saltina doch plötzlich höher ging, verstopften Geröll, Schlamm und Schwemmholz das zu niedrige Brückenprofil. Beim Wiederaufbau wurde diesem Umstand Rechnung getragen. Das Flussprofil wurde vergrößert und als Straßenverbindung eine Zugbrücke gebaut, die nötigenfalls den Durchfluss größerer Wassermassen ermöglichen soll.
Solche technischen Maßnahmen zum Katastrophenschutz helfen mit, die Versicherungsprämien in Grenzen zu halten. Natürlich berücksichtigen wir die Schutzmaßnahmen, wenn es darum geht, das Risiko, das aus einer gewissen Gefahr entsteht, eingeschätzt wird. Oder anders gesagt, wenn wir einen Preis bestimmen für eine Deckung, die wir einem Erstversicherer geben, dann werden solche Schutzmaßnahmen klar berücksichtigt. Anders sieht es aus, wenn wir den Versicherungsnehmer anschauen, also der Hauseigentümer in der Schweiz, der bezahlt typischerweise eben eine fixe Prämie, unabhängig davon, wie gut er geschützt ist. Dies ist einfach unser Solidaritätsprinzip, das wir haben in der Schweiz. Ein ganz anderer Fluss als die Rhone ist der Tagliamento. Er entspringt in den karnischen Alpen Italiens, in den Gebirgswäldern des Mauria-Passes auf rund 1300 Metern. Wenn es hier regnet, schwillt er schnell an und reißt sofort große Mengen von Geschiebe mit. Forni di Sopra hat sich deshalb mit einem Kanal geschützt und einige Verbauungen verhindern, dass der Tagliamento sich noch tiefer in die Schlucht eingräbt. Im Übrigen aber sucht er sich seinen Weg selbst. Das sind natürlicherweise gestreckte Läufe, sogenannte Schluchtstrecken. Die entstehen ja, wenn das Wasser sehr rasch fließt, wenn ein sehr hohes Gefälle herrscht. Und dann bewirkt eben die Erosion des Wassers, die Kraft des Wassers, dass der Fluss sich eintieft und sehr gerade verläuft. Man spricht auch von Schlucht- oder Canyonstrecken. Gleich nach der Schlucht aber weitet sich das Bachbett. Ein einziges Stauwehr bei Caprizi unterbricht von nun an seinen Lauf und der Tagliamento erhält die typische, ungebändigte Charakteristik eines weit verzweigten Flusses. Verzweigte Flussläufe entstehen, wenn sehr viele Feststoffe, Geröllmaterial, Kiese im Gebirge anfallen und die durch die Kraft des Wassers transportiert werden. Und ein wesentliches Merkmal dieser verzweigten Flusslandschaften, man spricht auch von Wildflusslandschaften, ist, dass immer so viele Feststoffe antransportiert werden, wie auf der anderen Seite wieder abtransportiert werden. Also ein Fließgleichgewicht zwischen Erosion und Akkumulation, Sedimentation besteht. Von Tolmezzo an wird der Tagliamento immer breiter, hinterlässt riesige Berge von Schutt und Schotter, obwohl er zeitweise versickert und unterirdisch weiterfließt. Aber bei jedem Hochwasser schleppt er neue Kiesmassen an, transportiert Abgelagerte weiter und sucht sich einen neuen Weg. Nur an wenigen Stellen, meist an natürlichen Engpässen wie am Monte Ragogna bei San Daniele, führen Brücken über den Fluss. Der Tagliamento, der auf 120 Kilometer unreguliert verläuft und in seinen breitesten die Flusslandschaften bis zu 2 oder 3 Kilometer erreicht, war vielleicht bislang zu groß, um überhaupt wasserbaulich verändert werden zu können. Insgesamt ist dieser Fluss so gewaltig, dass es wohl bis heute nicht gelungen ist, ihn zu zähmen. Und von dem her ist bis heute eine großartige, grandiose Wildflusslandschaft erhalten geblieben, die also nicht nur für Europa einmalig ist, sondern sicher für alle Industrienationen ein einmaliges Beispiel ist von Urnatur und erhaltener Landschaft. Weiter unten, wo keine natürlichen Engpässe bestehen, sind die wenigen Brücken kilometerlang. Überschwemmungen gibt es hier nicht. Es ist genug Platz da für alles Wasser und Geschiebe, das der Fluss anschleppt. Hier sind die Städte, zum Beispiel Udine oder Pordenone, nicht am Fluss gebaut oder gar beidseits, sondern 20 bis 30 Kilometer entfernt. Der Tagliamento teilt die Region, wie sein Name sagt, in zwei. Einen Nutzen bringt allerdings auch der Tagliamento seinen Anwohnern, selbst wenn er zeitweise fast versickert. Kies, Baumaterial und Schotter ist mehr als genug vorhanden. Hier ist der Kiesabbau auch ökologisch nicht umstritten. Ja, die Kiesgewinnung, wenn sie sich im Rahmen hält, ist sicher nicht so problematisch. Das kommt natürlich immer auf die Menge darauf an. Die Alpenflüsse führen ja natürlicherweise sehr viele Feststoffe. Und das ist eigentlich der billigste Transport aus dem Gebirge raus ins Vorland. Wenn sich das in einem sinnvollen Rahmen hält, ist das sicher nicht so schädlich. Verglichen natürlich mit anderen
Eingriffen wie Flussregulierung oder Staustufenbau, der diese Eingriffe verändern ja die Ökologie und die Lebensgemeinschaften ganz grundsätzlich. Erst auf den letzten 30 Kilometern ist auch der Tagliamento kanalisiert. Und in Lignano, bevor er sich ins Adriatische Meer ergießt, gleicht er seinen großen Alpenkollegen Donau, Rhein oder Rhone. Der Strand lädt zum Bade, der Tourismus boomt. Aber zurück zur Rhone. In Genf verlässt sie den größten See der Alpen, den Lac Léman, um sich alsbald südwärts zu wenden. Auf dem ganzen langen Abschnitt bis ins Mittelmeer sind gerade noch 3 Kilometer unverbaut. Vor Lyon ist ihr nochmals eine kurze Zeit der Freiheit vergönnt. Von Lyon an ist die Rhone ein europäischer Strom. Vom Meer weg bis hierher ist die Rhone schiffbar. Und viele Frachter fahren auf der hier mündenden Zone weiter flussaufwärts. Von hier an dominiert die Industrie und das Wasser der Rhone wird auf vielfältige Weise in ihren Dienst gestellt. Schleusen, Wehre und Kanäle prägen den Wasserlauf. Aber auch die geschichtsträchtigen Städte, die sich schon vor Jahrtausenden beidseits des damals schon gezähmten Stroms gebildet haben. Avignon, Arles, auf den letzten Kilometern vor der Mündung ist die Rhone dann so mächtig, breit und tief, dass der Landverkehr kapitulieren muss. Die letzte Überquerungsmöglichkeit ist eine Autofähre. Die Rhone ist zwar nicht der längste Alpenfluss, aber der wasserreichste. Pro Jahr fließen hier rund 50 Millionen Kubikmeter Wasser ins Meer. Zum Vergleich, der Rhein transportiert nur rund die Hälfte davon. Westlich der Rhone-Mündung fließt als kleiner Ableger die kleine Rhone ins Mittelmeer. Und dazwischen befindet sich das Paradies der Tiere, die Camargue. Sogar Reis wird in der Camargue angepflanzt. Aber auch die berühmte Camargue verdankt diese ganze Herrlichkeit, diese Üppigkeit, diesen Überfluss an Wasser und fruchtbarem Land, den Alpen, wo das ganze Wasser herkommt. Sie sahen die Sendung Das Wasserschloss Europas. Die Suonen von Mund, gleich im Swissmade. Dass diese Wiesen mitten im Sommer noch grün sind, liegt daran, dass dieser Ort schon seit Hunderten von Jahren bewässert wird.
Hier wird seit je Bergheu gemäht und in den alten, nach traditioneller Art gebauten Hütten gelagert. Im Winter wird es dann an die Schafe verfüttert. Der Weiler Bodmer ist eines jener typischen mittelalterlichen Maiensäßdörfchen, die auf der sonnigen, niederschlagsarmen Südseite des Wallis stehen. Das Bergwasser hat sich hier in tiefe Schluchten eingegraben und fließt geradewegs ins Tal. Von diesen Bergbächen wird im Wallis ein ganzes Netz von Bewässerungsleitungen gespiesen, die mit leichtem Gefälle aus den Schluchten auf die Wiesen führen. Eine dieser Leitungen ist die Wieser. Sie verbindet das Gredetschtal bei Mund mit dem Weiler Bodmer. Und das schon seit über 500 Jahren. Die Wieser ist 1462 zuerst mal erwähnt bei einem alten Akt, also von einem Streitakt. Der diplomierte Bergführer Maurus Schmid befasst sich seit 20 Jahren mit diesen Wasserleitungen. Der Bau der Fassungen, von wo das Wasser aus den stiebenden Bergbächen in die Suonen geleitet werden, so heißen die Leitungen in der Oberwalliser Mundart, ist mit dem Einsatz moderner Materialien wie Zement und Stahl natürlich einfacher geworden. Vor einigen 100 Jahren war das eine lebensgefährliche Angelegenheit. Ein ganzes System von Überlauföffnungen und Schiebern sorgt dafür, dass immer gleich viel Wasser den Weg auf die Felder findet. Und seit dem Einsatz von Sprengmitteln ist auch die Trassierung der Leitungen in den Felsen vereinfacht worden. Anfangs der 30er Jahre hat man angefangen, Aussprengungen zu machen. Entweder ein Halbtunnel oder so wie hier, ganz Tunnel einfach. Hauptsächlich Anfangs der 30er Jahre hat man die größten Aussprengungen gemacht. Die Wasserqualität hat allerdings darunter gelitten, dass die Suonen heute oft durch Stollen geführt werden. Denn je wärmer das Wasser auf die Felder kommt, desto besser für die Pflanzen. Das wussten schon die Römer, die vor über 2000 Jahren im Wallis die ersten Bewässerungsleitungen errichtet hatten. Es ist erstaunlich, dass schon ganz, ganz früher darauf geschaut haben, dass das Wasser nicht einfach nur in der Ideallinie geführt wird, vom Ort, also vom Start bis ans Ziel, wie sich die Leute vorgestellt haben. Sondern sie haben ganz fest darauf geschaut, dass das Wasser so lang wie möglich an der Sonne fließt, dass die Mineralstoffe schon freigesetzt sind, wenn es dann auf die Matte gekommen ist. An der im 15. Jahrhundert errichteten Wieser sind noch viele Spuren der alten Streckenführung zu sehen. Kulturhistorisch interessant sind aber auch jene Teile, die vor einigen Jahren im alten Stil nachgebildet und wieder außen herum geführt wurden. Beeindruckend vor allem die alte Verankerungs- und Aufhängungstechnik. Damals gab es keine Helikopter. Die Kendel mussten von Hand an Seilen von oben heruntergelassen werden. Im Bürgersaal von Außerberg hängt noch so ein 200 Meter langes Seil, das 1904 zum letzten Mal benutzt wurde. Darunter die sogenannten Tasseln, auf denen die Wasserrechte jedes Grundbesitzers eingekerbt waren. Vier Mann waren nötig, um das armdicke Seil an den Einsatzort zu tragen. Und dann begann erst die wirklich gefährliche Arbeit. An beiden Enden hat immer ein Mann so mitgehen. Dass wenn er irgendwo an einer Felswand anheicht oder so, dass man wieder kann lesen. Und das war natürlich ein halsbrecherischer Posto, weil immer Steine oben ab sind und so. Und darum hat man da eigentlich immer die Leute genommen, die etwas vom Kerbholz hatten. Und wenn sie das überstanden haben, war die Strafe nachher erlassen. Am Ende der steilen, aus der Schlucht führenden, etwa 3,5 Kilometer langen Strecke fließt die Wieser dann auf die ersten Felder hoch über dem Walliser Talboden. Rund 50 Meter tiefer fließt die nächste Suon auf die Felder, dann die nächste, soweit es Kulturland gibt. Bis zu ihrem Endpunkt in Bodmer muss sie allerdings noch einige Klippen umschiffen, zum Beispiel einen 20 Meter hohen Felsen. Diese Kennel versehen seit rund 60 Jahren ihren Dienst. Zum Teil können sie aber über 100 Jahre lang verwendet werden. 21 Tage hat es gedauert, bis das Bewässerungsrecht von den ersten Wiesen an der Wieser bis hierher nach Bodmer ans Ende der Wasserleitung übergegangen ist. Für einige Stunden ist nun Siegfried Schniedrig an der Reihe, seine Felder zu tränken. Das Wasserbierli, eine zweischneidige Hacke, einige Steine und etwas handwerkliches Geschick genügen,
um innerhalb kurzer Zeit ein perfekt funktionierendes Wasserverteilsystem aufzubauen. Damit das Wasser Jahr für Jahr überhaupt bis hierher fließt, muss jeder Nutznießer seinen Beitrag leisten, in Form von Fronarbeit. Im Frühjahr wird das Beiwerk gemacht und das wird vom Gredetstall bis in der Wasserleitung gemacht. Und dann kommen alle, die Boden haben, kommen ins Gmähwerk und dann wird die Wasserleitung hergestellt. Schon morgen fließt hier kein Wasser mehr. Dann gräbt wieder der erste Landbesitzer an der Wiesa oberhalb von Mund, dem Siegfried Schniedrig, das Wasser ab. Aber nach 21 Tagen sprudelt es wieder hier.